Champagner ist ein Schaumwein mit Betonung auf Wein, der aber schäumt, weil die Kohlensäure im Wein gefangen ist. Und Champagner ist zu behandeln wie jeder andere großartige Weißwein auch. Man kann ihn trinken zu jeder Gelegenheit. Also man muss ihn nicht nur aufsparen zu Silvester, Geburtstag oder Hochzeit, sondern kann durchaus ein Getränk sein, ein Wein, zu ganz verschiedenen Gelegenheiten. Der Champagner stammt aus der Champagne. Das ist ein Weinbaugebiet nordöstlich von Frankreich. Nur Wein aus diesem ganz bestimmten Anbaugebiet darf sich Champagner nennen. Wenn es ums Lagern von Champagner geht, dann kann man ihn liegend oder stehend lagern. Bei Nicht-Jahrgang Champagner kann man davon ausgehen, dass 1 bis 2 Jahre Lagerzeit angemessen sind und kein Problem darstellen. Bei Jahrgang Champagner und bei Prestige Cuvée, da kann es durchaus sein, dass sie profitieren von längerer Lagerzeit bis zu 15, 20 Jahren. Also der Wein entfaltet sich, er reift, der Wein reift eben und wird weiniger, wird intensiver und passt dann auch sehr, sehr gut zu Speisen. Viele Leute nehmen Champagner durch das ganze Menü, weil er etwas leichter ist und die möchten nicht mit anderen Weinen das vermischen. Und Champagner passt sehr gut zum Beispiel zu Fischgerichten, zu Pastagerichten mit etwas Kaviar, mit Fisch. Oder weniger zum roten Fleisch. Ich würde da vorzügen einen roten Wein. Champagner, wenn man ihn richtig öffnen will, muss er mal richtig kalt sein. Dann hat es hier eine Lasche, wo man die Kapsel hier abziehen kann. Dann hat es ein Drahtgeflecht, sodass man es öffnen kann, ein bisschen gelockert und wegnehmen. Daumen drauf, hier spüren Sie spätestens, ob der Kork schon kommen würde. Ich drehe nicht den Kork, sondern ich drehe die Flasche. Zum Einschenken zunächst ganz wenig und dann höchstens 2/3 voll. Und so sieht man auch die schöne Perlage, wie sie im Glas aufsteigt. Bei einem Aperitif, bei einem jüngeren Blanc de Blanc, Nicht-Jahrgang Champagner, passen mir diese Gläser am besten. Man kann sie sehr hoch einfüllen, man sieht die Perlage sehr schön, kommt sehr schön zur Geltung. Für festliche Angelegenheit das optimale Glas. Bei einem Rosé oder einem Jahrgang Champagner für festliche Angelegenheiten ein Flüt, das eher bauchiger ist. Der Wein hat ein bisschen eine größere Oberfläche, er entfaltet viel mehr Aromen, wirkt intensiver. Wenn es um einen gereiften Wein geht oder einen sehr guten Champagner, den ich auch zum Essen möchte, dann scheuen Sie sich nicht, ein größeres Weißweinglas zu nehmen. Hier wird der Wein viel wichtiger als die Perlage. Die Perlage verschwindet nicht von einer Sekunde zur anderen, die bleibt im Wein. Aber der Wein kommt zur Geltung, er entfaltet sich wie ein großartiger Weißwein, genauso mit seinen Aromen, die sich hier im Glas sammeln können und bringt wirklich ein unvergleichliches Vergnügen. Mit Champagner kann man super Soßen kochen, zum Beispiel zum Fisch, zum pochierten Fisch, indem man Echalotten mit etwas schwarzem Pfeffer mit Champagner ablöscht, mit Creme auffüllt und vollendet mit etwas Zitronensaft und Naveleben mit Schnittlauch, mit Sauerampfer oder Estragon. Man kann natürlich mit Champagner auch Dessert machen, zum Beispiel Champagner-Espumas oder eine Champagner-Mousse oder marinierte Beeren mit Champagner. Es ist einfach sehr erfrischend und sehr prickelnd. Im Moment in der Kunststube servieren wir gerne frische Waldbeeren mit dem Champagner-Espuma, wo aus Basis von Champagner ist, mit etwas Zucker, Gelatineblätter und dann kommt das in eine Kisak-Flasche. Voilà.